Und willkommen zum neuen Part Let's Play Paper Mario Color Splash. Ich habe jetzt leider keinen Bock mehr, das Level nochmal zu machen, weil ich glaube, im nächsten Part machen wir erst dann weiter mit diesem Tamazin-Turm. Weil ich habe verdammt nochmal keinen Checkpoint gefunden. Das fand ich schade. Weil beim letzten Mal habe ich keinen Checkpoint gefunden. Oder keinen Speicherplatz. Wo man speichern kann. Ich habe nichts gefunden. Deswegen muss ich jetzt einfach mittendrin abbrechen und ja, wie gesagt, ich muss es jetzt nochmal neu machen, aber heute machen wir es nicht. Heute machen wir nämlich die Schnick-Schnack-Schnuck-Arena. Das habe ich mir mal so überlegt. Und ich denke mal, das ist auch einfach eine geile, krasse Idee, doch. Ich denke mal, das ist eine super-duper geile Ersatz-Idee. Ich denke mal, es ist einfach eine krasse, geile Ersatz.de Idee. DE gibt's nicht. Doch, DE gibt's auch, aber das ist eine Webseite, die man aussuchen kann. Wie gesagt, eine Ersatz-Idee ist es auf jeden Fall. Okay, und jetzt gehen wir hier rein, wie gesagt, genau. In Kürze beginnt bei uns das große Schnick-Schnack-Schnuck Arena 1 Turnier. Bist du dabei? Ja, klar bin ich dabei. Ich freue mich schon sehr drauf, jo. Ich freue mich schon sehr drauf. Oh mein Gott, es geht los. Schnuck, zu weit von nach und fern kommen in diese Arena. Und haben ein Ziel, sich vollere Raum und Reichtum verlassen zu können. Dafür werden sie nicht nur ihr Talent und ihre Mut, sondern auch eine höhere Portion Glück in ja. In die Waagschale tun, ja. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst vom Scheren Stein und Papier. Vom Steinpapier. Von Schere Steinpapier. Super Snick Schnack Schnuck. Super Snick Schnack Schnuck. Sehr gut, okay. Ich freue mich, unser Schnuckstreiter in der Arena begrüßen zu dürfen. Ja, danke. In dieser Ecke der Neuansteiger aus dem fernen Pilzkönigreich, Mr. Mama Mama Mia, höchstpersönlich, Mario. Da mit dem guten Dude, genau. Und in dieser Ecke ist es das ewige. Und da ist der Sprosser, der Karriereleiter in Bowser's Medo-Apparat. Begrüßt mit mir den wundelnden Schickterpilz Gumba. 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 Genau, da haben wir ihn hier. Sehr gut, Baby U. Runde 1. Mario gegen Gumba. Schnuck, Schleiter. Wählt eure Karten, ihr Dudes, ihr schönen Männer, ey. Oh mein Gott. Ihr Mitmänner. Ihr schönen Mitmänner. Okay. Ja, Alter. Es geht ab. Jetzt geht's echt ab. Und wir tanzen nicht. Okay. Das ist Stein, das ist Schere, das ist Papier. Ich nehme mal Papier. Ich nehme Papier, genau. Bin sehr gespannt. Wer gewinnt hier? Schnick, knack, schnuck. Ich gewinne. Sehr gut. Und ich habe hier genau Mario. Mario gewinnt. Okay, sehr gut. Dann gewinnt für das Bestehen von Runde 1. Dankeschön. Wir kriegen Geld. Alter, wir kriegen einfach Geld. Wie kannst du das denn, ey? Sehr gut. Sehr gut, Baby, genau. Die Erwartungen an den Gegner für die zweite Runde sind unbeschreiblich hoch. Leider werden sie nicht alle gefüllt werden, denn dein Gesicht zeigt unser nächster Schnuckstreiter für keinen Preis der Welt. Es kann eine Applausallergie
und das Selbstvertrauen eines Varan vergaß auf dem Regenbogen-Bollower. Shy guy. Oh mein Gott, du Gai, du Ei, du Gai, du Ei, du Gai, du Ei. Die zweite Runde, Mario gegen Shy Guy. Schnuckt weiter, wählt eure Karten, ihr Dudes. Ihr Messwürste. Es geht los, Junge. Ich nehme echt nochmal Papier, komm. Es gibt halt Stein, es gibt halt Papier und es gibt auch einfach Papier. Aber ich nehme nochmal Papier. Papier ist wohl hier ganz gut. Boom. Und wer gewinnt? Schon wieder ich, okay. Okay, schon wieder ich. Mario gewinnt schon wieder, ey. Wow. Dann gewinnt für das Bestehen von Runde 2. Boah, aber ist echt komisch, ne? Ist echt sehr komisch, weil ich immer gewinne, aber ich find's gut auf jeden Fall. Und jetzt geht's zur letzten Runde, okay. Jetzt geht's zur letzten Runde. Das letzte Rötlein hat geschlagen. Wollen wir doch mal sehen, welcher Gegner uns diesmal begehrt. Ein fantastischer Flusssoldat, der den giftigen Panipanzer an jeder zu spüren bekommt, da ihn Schmalos mit einer Schildkröte vergleicht. Wo ist also mit der Schildkröte, die keine Späße haben kann. Copa. Oh mein Gott. Runde, alle Runden. Nummer 3. Mario gegen Copa. Oh mein Gott. Das klingt aber echt. Oh, das wird aber jetzt echt schwierig. Ich würde tatsächlich nochmal ein Papier nehmen. Bin gespannt. Ich habe Angst. Okay, gewonnen, oh mein Gott. Wir haben gewonnen. Mario! Ja, geil. Wir haben einfach gewonnen, oh mein Gott, wir haben einfach gewonnen. Ich wusste einfach, ob es dreimal Papier ist. Ich wusste es einfach. Sehr gut. Du hast das Turnier gewonnen und erhältst als Belohnung einen großen Sack München. Außerdem gibt es ein paar neues Kart. Moment mal, da kriegt ihr ein Auto. Ach nein, entschuldigt, es handelt sich selbstverständlich um eine brandneue Karte. Auch eine Feuerlöscher-Kopie. Oh mein Gott, die klingt gut. Die klingt auf jeden Fall geil. Und 1000 kriegen wir einfach. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? 1000 Geldmünzen. Oh mein Gott. Ich liebe mich über alles. Das war's aber auch schon, Leute. Wir müssen noch nicht nach Hause gehen. Aber hier könnt ihr leider auch nicht bleiben. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch, ja. Das war's dann auch mit diesem Part. Hat mir ultra viel Spaß gemacht, der Part. Ich sage einfach jetzt mal, bis zum nächsten Mal. Euer Mario Party 10 Fan, Upflow Fan, Timka. Ultra viel Spaß und ultra viel Lack. Und was man falsch machen konnte, habe ich nicht gemacht. Schau. Gewonnen! Glückwunsch, 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 Glückwunsch! Dankeschön! Glückwunsch zum Sieg in Schnick, Schnack, Schnuck, Arena 1. Lustspielmann-Scherze. Lustspielmann-Scherze, genau. Ciao!